Ja, willkommen zurück. Wir sind nämlich in Kapitel 6 von Das neue Atlantis auf dem Olymp. Es hat sich ein bisschen herausgestellt, dass wir verarscht wurden von dem Titan, von dem Kronos, glaube ich, hieß der am Anfang, dass die Griechen und alle gegen sich uns verschworen hätten, was gar nicht so ist. Haben wir nämlich gerade herausgefunden. Vielleicht wussten wir es schon vorher, ich wusste es auf jeden Fall vorher nicht und habe es nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall. Wir haben letztes Mal in Griechenland gekämpft, haben da irgendwie Reliquien eingesammelt. Sind jetzt, nee, in Ägypten, habe ich Griechenland gesagt, sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg nach Griechenland. Auf den Olymp anscheinend. Nämlich Castor kehrt nach Griechenland, um zu beenden, was er angefangen hat. Weiß nicht, das klingt irgendwie schon so ein bisschen wie letzte Kampagne, oder, Leute? Keine Ahnung, mal schauen, was in dem Video jetzt so gesagt wird. Zur rechten Zeit, Castor. Die Soldaten, die den Ägyptern eine Lektion erteilen sollten, sind wieder da. Und die Griechen in Sikios? Euer Plan hat funktioniert. Die Truppen der Wikinger und Ägypter haben die Stadt vor 2 Tagen verlassen. Sie müssen von euren Angriffen auf ihre Heimat erfahren haben. Gut. Die Stadt sollte nun kein Problem mehr sein. Noch eines, Castor. Unsere Späher haben eine weitere Pforte des Uranus in der Nähe ausgemacht. Sie könnte uns hinter die griechische Front führen. Vielleicht wollt ihr den Angriff durch die Pforte anführen. Machen wir uns bereit. Wo sind wir? Selbst Krios ist nicht unfehlbar. Diese Pforte hat uns auf den Olymp gebracht. Hauptmann, wir können nicht denselben Weg zurückgehen. Ich kann nicht glauben, dass wir auf dem Olymp sind. Konnte Krios sich so irren? Wir müssen uns bis zum Gipfel des Olymps durchkämpfen. Wir haben keine Wahl. Ja, natürlich nicht. Selbst auf dem Olymp gelten andere Regeln. Die Gestalt eines Menschen kann sich hier laufen. Bringen Sie Castor und mindestens einen Soldaten zum Tempel nördlich Ihrer Ausgangsposition. Diese Tempel verwandeln unsere Soldaten in unterschiedliche mythische Wesen. Okay. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Verwandelt euch. Na gut. Was haben wir hier? Bildmythischer. Was ist denn das? Ein Reiter? Das ist irgendein Schrein. Hier müssen wir hin. Denke ich mal. I don't know, was hier los ist. Oder müssen wir hier hin? Da ist noch ein Schrein. Der andere Schrein ist leer. Mal so eine Walküre dabei zu haben, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn das eine Walküre ist. Können wir uns nämlich heilen. Gehen jetzt erstmal nach. Weiß nicht, ob wir nach da oder nach da gehen sollen. Ei, ei, ich hätte mich erstmal heilen sollen. Wenn wir das hier ohne Verluste schaffen. Dann müssen wir uns das gleich erstmal aufheilen. So festgeworfen, dass die ganzen Dinger kaputt gegangen sind. Naja, da könntest du dann auch da hochgehen. Ja, mal gegenseitig heilen hier. Damit kannst du einfach mal vorgehen. Eieiei, hier ist ein nemeischer Löwe. Prostagma.
Na gut. Ja, was bei dem Schrein ist, das interessiert mich ja. Da will ich, deswegen will ich ja dahin. Ob man ihn zerstören kann, ob man ihn zerstören muss. Man kann ihn zerstören. Machen wir es einfach mal. Meine, unsere Typen heilen sich sowieso gerade noch. Weil davon einen zu verlieren, wäre ziemlich doof. Also, das sollten wir nicht tun, sowas. Da sind auch nur relativ wenige Gegner. Mit denen ja schon mal hier rüber gehen. Oh, dann ein dröges Geschäft jetzt hier. Ich guck mal, wer hier alles so rumchillt. Oh. Wir einen nach dem anderen kriegen. Oh, wir sind zu nah reingekommen. So. Oh, Blitz. Jetzt kämpfen wir hier gegen irgendeinen Helden. Gewinnen wir das? Barely. Barely. Ganz schön stark, der Jansson. Aber das mit dem Blitz ist ganz nice. Oh, schon wieder nur einer. Ah ja, easy. Am Anfang sah es schlechter aus für uns. Auch nice, dass einfach so die Leiche von seinen Freunden so daneben liegt und es interessiert sie einfach gar nicht. Okay. Und der nächste Reiter, bitte. Oh, tatsächlich nur ein. Komm. You got it. You got it. You got it. Okay. Greif ihn dir. Wer auch immer. Oh. 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 Managed. Nein, 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 nein. Oh. Das war knapp. Sweet. Sweet, sweet, Jesus. Haben alle überlebt. Kümmert euch bitte um die da. Gar nicht mitgekriegt, dass wir hier neue Leute gekriegt haben. Ja, die Heldin ist platt. Die ist auch ziemlich stark. Das ist, glaube ich, auch die, die man als letztes kriegt, wenn man mit den Griechen spielt. Die ist auf jeden Fall im mythischen Zeitalter. Diese springende Heilerin, nenne ich sie jetzt mal. Das kenne ich genau, wie sie heißt. Wir können leider die Leiche auch nicht anklicken. Falls ihr denkt, falls ihr merkt, dieses Knacken hört immer mal, das ist mein Tisch. Ich habe leider nämlich keinen Schreibtisch. Ich habe nie einen Schreibtisch gehabt hier irgendwie in meiner Wohnung und Corona-bedingt muss ich zu Hause. Habe ich jetzt mir das zu Hause auf einen Schreibtisch aufgebaut, mein Arbeitszeug. Und dementsprechend jetzt auch meine Kamera und so. Und der knackt leider ein bisschen. Ich werde mir demnächst bestimmt auch noch einen Tisch kaufen. Aber erstmal knackt es leider ab und zu mal.
Aber unsere ganze Armee müsste jetzt bald wieder geheilt sein. So oder so gehe ich mit Castor jetzt mal vor und schaue, was da noch so rumchillt an Gegnern. Sind immer noch 3 Reiter. So. Die zwei Gegner, die wir laufen wir jetzt rein. Volle Kraft voraus. Oh, nimm ihn, wirf ihn. Ende. Also noch mehr Gegner. Mein Backfield hier halten. So, auch das Ding kaputt machen. Es geht echt ein bisschen schneller mit so vielen Leuten. Okay. Ja, sehr cool. Zeilen wir uns wieder hoch. Ist ja nicht so viel zum Hochheilen. Ein bisschen was. Ich gehe da schon mal drauf. Weiß man nicht, wann ich die einsetzen soll. Ich meine, da sind halt eine Menge Leute, die könnte man schon zu Schweinen machen. Da hätte man es echt leichter. Hier halt mal bitte die da. Helft ihm doch mal, Leute. Erzählt mir nicht, dass ihr nur zu zweit Platz vor dem Tor habt. So. Ich benutze das jetzt einfach mal hier an der Stelle. Ich lock die ein bisschen an und mach sie zu Schweinchens. Du hol dir mal den. Kann ich die jetzt zurückverwandeln und zu mir holen? Das wäre sehr nice, wenn das gehen würde. Hey. Wo sind die? Na gut, die kann ich anscheinend nicht umwandeln. Ups. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Na gut. Dann will man nach vorne gehen und mal schauen, was jetzt passiert. Zack. Gibt's Hydras? Stopp.
So. So, halt. Hier halt mal. So. Was haben wir hier? Manticore und Hydras. Okay. Erstmal wäre es ja naheliegend, uns hier ein paar Manticore zu holen. Und uns in der Burg zu verstecken. Wäre ja ein Gedanke. Wenn jetzt hier dick Gegner kommen. Okay, let's see. Also Hydras sind ja, glaube ich, relativ gut gegen... Hydras sind ja relativ gut gegen Gebäude, glaube ich. Wäre ich jetzt hier gar nicht mehr angegriffen? Who knows? Who knows? Ist das, wenn das jetzt alles war? Die drei behalte ich mal hier. Kann ich ja schon eine ganz andere Art von Armee aufbauen, wenn ich das jetzt. Wenn ich das jetzt so mache. Okay, hier ist so ein Ding. Ja, macht das halt noch kaputt, wenn ihr denkt. Eigentlich bin ich echt kein Fan von den Manticoren, du. Ich werde die ganzen Manticore zu Hydras machen oder so. Ja gut, wir werden nämlich da noch angegriffen, okay. So, ein bisschen mal aufstellen. So, so, so. So, hier sind, da sind Kolosse, da ist irgendein Durchgang, hier geht's noch weiter. Micromanagen hier das Ganze. Alter, sind das viele! Na gut. Jetzt aber mal hier Butter bei die Fische. Jetzt will ich mal hier durch und nicht andauernd von hier angegriffen werden. So.
Topos? Ma. Topos? Ma. Legen. Otos. Yao. You see? You see? Os. Emperor of Frost. Yao. Who is he? You see? Hey. Wenn wir die Ausbildungsstätten der griechischen Soldaten vernichten, können wir sie aufhalten. Machen wir das. So. Ihr alle mal zu Hydras werden, bitte. Danke. Ah, die Kampagne ist auch gut. Also, Leute, spielt die. Also, Age of Mythology grundsätzlich die Kampagne sehr, sehr zu empfehlen. Auch der Sturm des Dreizacks war gut. Die Dings hat leider ein bisschen, muss man sagen, gehangen. Nice. Werden jetzt alle mal hier rüber gehen und uns heilen. Den Schrein werden wir uns noch holen. Zunk, zunk, zunk. So. Mit den Hydras und mit Castor nach vorne. Das ist ein Transportschiff. Nice, noch mehr Verstärkung. Ein Geschenk der Götter. Es lost. Es lost. Ja, gehen wir jetzt hier lang? Ja, oder? Es ist relativ nah, da lang zu gehen. Ja, wir gehen hier lang. Was ist das? Nochmal, wegen der Soldaten richten, um diese zu bekehren. Auch ganz nice. Mal schauen, was uns jetzt erwartet hier oben. Noch ein Schiff. Warum gibt es hier so viele Schiffe? Denkst du, wir sollten auf Verstärkung warten? I don't know. Warum sollten wir? Wir kämpfen ja auch an keiner guten Stelle, Leute.
So. Das interessiert mich aber, was hier drüben ist. Oh, noch ein Tempel. Hey. So. Noch zwei Blitze, okay. Was gibt's hier noch? Gar nichts. Oh, noch ein Gegner, toll. Na gut, ein Gegner ist uns ziemlich wumpe. So, ihr heilt euch noch mal ein bisschen, obwohl die sind ziemlich geheilt. Oh. Rein da mit euch. Ey, wie viele Leute wir einfach nachkriegen. Das ist schon echt viel. Wollt ihr nicht? Ich finde das ziemlich viel, was wir hier kriegen. Okay. Ja, rein mit euch, würde ich sagen. Was müssen wir eigentlich machen? Bringen Sie Castor zum Gipfel des Olymps. Sie haben verloren, sobald einer der beflaggten Unterweltzugänge zerstören wird. Es ist vollbracht. Ein Sturmlicher hat den Gipfel des Olymps betreten. Was geht hier vor? Hier stimmt etwas nicht. Was ist hier los? Eine olympische Pforte. Schnell, durch sie können wir fliehen. Sie haben gewonnen. Ja, cool. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir müssen nicht so viel bauen in den Sachen mit manchen Folgen hier. Ist eigentlich ganz nett. Klar, wer Physikios ist, aber das werden wir uns dann wohl in der nächsten Folge anschauen. Also bis gleich.